Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und schön für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder an den Great Vault ran wagen. Und zwar war ich letzte Woche wieder mehr oder minder fleißig, habe ein bisschen M Plus gespielt. Und dementsprechend müssen wir wieder den einen oder anderen Loot drin haben. Ich stelle einmal jetzt schon mal auf Wächter, auf den Guardian, dass wir hier vielleicht die Blutschuppe rausziehen. Und ja, ich kann euch zeigen, wo wir jetzt angelangt sind, punktetechnisch. Ich bin ja so ein bisschen dabei, den 3K-Score zu erspielen. Ich glaube, letzte Woche hatte ich nochmal, ich weiß gar nicht, also ein paar Punkte hatte ich auf jeden Fall plus gemacht. Ich glaube, über 50 Punkte tatsächlich. Und dementsprechend sind wir jetzt bei 2985, heißt 15 Punkte brauchen wir noch. Mal gucken, wenn ich die Woche jetzt noch 4 Keys spiele, die halbwegs laufen, dann könnte es schon sein, dass wir mit M Plus fertig sind die Season. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wichtig wäre jetzt halt eigentlich, dass wir mal die Schuhe kriegen, dass ich nicht mit M Plus fertig bin und immer noch irgendwie diese Crafted-Schuhe anhabe. Ne? Mal gucken, vielleicht kriege ich ja jetzt mal gescheite Schuhe raus oder das Trinket, das wäre auch ganz nice, so defensivmäßig. Schauen wir mal, was haben wir. Perfekt, ich kriege einen Ring und ein Handgelenk. Gut, der Ring ist absolut kacke, weil er kein Versa drauf hat. Und das hat Versa drauf, aber das habe ich schon, oder? Hab ich an. Ich habe Versa Mastery an. Und da ist auch Versa Mastery. Das ist tatsächlich besser. Auch warte mal, warum kann ich... Ah, doch, hier. So kann ich es mir anzeigen lassen. Das war jetzt ganz strange. Ja, das Ding ist definitiv besser als das, was ich habe. Das war jetzt nur ein minimales Upgrade. 6 Item-Level höher, ne? Schuhe hätte ich lieber gehabt, aber ich würde sagen, das nehmen wir. Das nehmen wir, das ist ein No-Brainer. Mal gucken. Ich habe letzte Woche auch einen 21er Key gemacht. Sogar getimed. Oder? Habe ich ihn getimed? Doch, ja, doch, ne? Wir haben Theater des Schmerzes. Das ist eigentlich eine relativ einfache Inni. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist denn die Woche? Die Woche ist tyrannisch. Und was habe ich? Theater? Habe ich nur einen tyrannischen 19er. Wenn ich dann einen 21er schaffen würde, dann müsste es wahrscheinlich schon ein paar Punkte bringen. Vielleicht bringt es sogar 10 Punkte, ne? Müssen wir halt gucken, dass wir den vielleicht mal laufen. Und die Handgelenke, die scheinen auch besser zu sein. Da tue ich jetzt dann noch die Runenkraft drauf verzetten. Moment, müsste ich jetzt auch ein bisschen mehr Versa haben. Ah, so langsam geht's hoch. Jetzt schauen wir mal, was haben wir da für eine Verzauberung? Runenkraft. Okay, die heißt irgendwie anders. Runenerschaffung, achso, okay. Ach, suchen wir es einfach hier raus. Gegenstandsverbesserung. Handgelenke. Blöd. Wie hieß die jetzt? Ah, da haben wir sie. Manchmal kann man sich schon ein bisschen anstellen. Okay, ich dachte, irgendwas mit Ruhestein ist das auf jeden Fall. Da kannst du nämlich fix supporten. Bringt dir jetzt keine Charakterstärke. Ist aber eine ganz nette Sache, dass man halt nicht mal eine halbe Stunde warten muss, sondern nur eine Viertelstunde und ja. Lieber gleich drauf machen, als wieder vergessen. So, jetzt bin ich am Überlegen, brauche ich das noch für irgendwas? Ich pack's mal lieber auf die Bank. Eventuell kann ich nämlich mit diesem Katalysator das noch umwandeln und krieg noch ein zusätzliches T-Mog-Item daraus. Deswegen werden wir das jetzt mal nicht weghauen. Und ja. War jetzt, wie gesagt, nicht eine großartige Verbesserung, aber die kleinen Sachen sind auch schön. Und vielleicht kriege ich ja, wenn ich Glück habe, nächste Woche endlich mal die Schuhe und oder ja, vielleicht mal das Trinket, ne? Das wäre auch eine schicke Angelegenheit. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Opening-Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Euer Chiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.